Die Runde 7 beginnt mit drei Wendeluftmaschen, die ein Stäbchen ersetzen, die das erste Stäbchen ersetzen und in die nächste Masche ein Stäbchen, also auf das nächste Stäbchen, auf das nächste Stäbchen ein Stäbchen, in die Lücke zwei Stäbchen, drei Luftmaschen, in die Lücke noch einmal zwei Stäbchen und auf die nächsten drei Stäbchen je ein Stäbchen, also noch einmal drei Stäbchen. Eins, zwei, drei. Ohne Faden ziehen. So, da wird es jetzt schon ein bisschen dichter. So, dann haben wir vier Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier. Wieder eine feste Masche in die mittlere Masche des Bogens, wobei das da bei mir wieder, wenn ihr da schaut, eine Masche vor der Mitte ist eigentlich. Und wieder vier Luftmaschen. Nun drei Stäbchen auf die drei Stäbchen, zwei Stäbchen in die Mitte, also eins, drei Stäbchen auf die drei Stäbchen, zwei Stäbchen in die Lücke, also in die Mitte, drei Luftmaschen, zwei Stäbchen in die Mitte und wieder drei Stäbchen auf die drei Stäbchen. Vier Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier und wieder, das weiß ich schon, eine feste Masche in die Mitte des Bogens. 1, 2, 3, 4 und das Ganze wieder von vorne. Also ich zeige das noch einmal. 1, na, 2, 3 Stäbchen auf die 3 Stäbchen und 2 Stäbchen in die Mitte. Drei Luftmaschen, noch einmal zwei Stäbchen in die Mitte, drei Stäbchen auf die Stäbchen, und vier Luftmaschen, eine feste und vier Luftmaschen, eins, zwei, drei, vier. Eine feste Masche. Ja, das ist jetzt. Ja. Nein. Doch. Und vier Luftmaschen. Und wieder so weiter bis ans Ende der Runde. Das sieht natürlich in dem Garn halt nicht so filigran aus, wie das Deckchen das dann wirkt. Aber ich musste das in einem stärkeren Garn zeigen, sonst siehst du im Video nämlich gar nichts. So, und Runde 7. Das Ende endet mit 4 Luftmaschen, also nach dieser letzten Stäbchengruppe. Eine feste Masche. In die Mitte des Bogens. Und vier Luftmaschen und eine Kettmasche in die oberste Wendeluftmasche. Na, das mit den Fäden ist ein bisschen knifflig, muss man ein bisschen aufpassen. So, das war unsere Runde 7.